So, und da bin ich jetzt wieder. Wir müssen noch mal eben einmal schauen. Und zwar will ich ganz gerne Norim Irrenthalt Zepter wieder wegnehmen. Das ist eine Zweihandhiebwaffe, weil dieser Feuerschaden mich aufregt. Was hast du denn an... Zweihandhiebwaffen konntest du auch ganz gut. Ja, das ist ja auch Maximum gut. Dann nehme ich dir jetzt das Schild weg. Also ich gebe dir ein Waffenset 2, den Reißer. Jo, das gefällt mir doch. So, hier haben wir 41, 51. So, ich will mal eben hier, schmeiß dich da mal wieder rein, mach 99 Pfeile. Schmeiß dich da wieder rein, mach 92 Pfeile. Das ist okay. So, das ist das. Das sieht gut aus. Hier müssen wir nochmal die Tränke wieder auffüllen. Und auch hier habe ich noch Bolzen, die ich verteilen kann. Das sieht gut aus. Wir müssen... Was ist das? Tränke habe ich gar nicht gehabt. Du hast noch Tränke, du hast noch Tränke. Du brauchst noch... einen Heiltrank kann ich dir noch geben. Du gibst deine Mana-Tränke wieder ab. Muss ich jetzt sowieso machen, weil wir jetzt bald auch auf Aurelia verzichten müssen. Das ist halt auch so eine Sache. Aber da kommen wir noch zu. Ich will dir lieber 3 Heiltränke geben. Ja, so gefällt mir das. So, dann geht es weiter. Gerade jetzt, weil wir auf mehreren in Sümpfen und sowas unterwegs sein werden und dann immer mit diesen Sumpfgasen. Diese Pflanze sollte nicht hier sein. Gebt acht. Lasst euch nicht von ihr verzaubern. Die Iribasilie, das kennen wir doch schon. Hoffentlich ist unsere Magieresistenz hoch genug. Ah, ne, ist verzaubert. Naurim ist verzaubert. Na super. Ja. Aurelia. Treff bitte. Dankeschön. Diese Irrlichter sind auch nervig. Ich stelle dich mal hier hin. Treff bitte mit deinem Feuerzauber. Und zwar. 96%. Das ist ja schön. 12 Schaden. Damit hat die schon mal ganz, ganz gut Schaden gemacht. Der Zauber. Damit ja, hätten wir jetzt Ehrenhalt Zepter drin. Da hätten wir jetzt Schaden, wenn ich da durchgelaufen wäre. Mal sehen, dass wir mit dem Dreifachschuss vielleicht Glück haben und treffen. Ne, 60% ist daneben gegangen. Und wir werden später auch noch auf Gegner treffen, die ja, bei denen ist halt nicht so. Ach, es ist immun gegen Infanterieschaden. Achso, okay. Bei denen es nicht so gut ist, wenn sie also die immun gegen Feuerschaden sind. Deswegen ist Ehrenhaltszepter inzwischen nicht mehr gut. Und 13 Feuerschaden. Also solange wir Zurbaran behalten, ist alles gut. Jetzt können wir nochmal einen Dreifachschuss probieren. Trifft nicht. Ah. Na, na. Reißen wir dieser Lilie das Herz raus. Ja, ich bin gerade dabei. So, Aurelia. Ja, natürlich nicht gedacht. So, aber Zurbaran sollte das eigentlich jetzt mit seiner Zauberei schaffen. Ah, 6 Schaden nur. So, und Nauram. Kaspel Maul kommt. Jetzt kommt die Kacke. So. Jetzt aber, treff bitte. Danke. Die Lilie ist hinüber. Das hat uns natürlich ordentlich AP gekostet. Das heißt, wir müssen da tatsächlich wieder rasten. Das werden wir auch tun. Ich will da nicht unvorbereitet reingehen. Was tut sie? Sie ruft die Geister der Ahnen. Ist das... Ich meine... Ist das klug?
dabei? Ko? Wir sollen die Wurzel essen. Ko? Ko? Naja, schlimmer als Schreckkatzenfleisch kann es nicht sein. Ko, Ko, ja. Huchab Chatanwan, Pomopaka Huhuwa? Ho, Panka, Yonahona, Panka, Huhuwa. Der Weg in die Höhle führt durch den bleichen See. Durch den? Heißt das, wir müssen tauchen? Gehen wir. Ja. So, wenn wir durch den bleichen See gehen, dann kommen wir nämlich nicht mehr zurück. So, das ist jetzt der Punkt, an dem man halt alle Nebenquests auch erledigt haben sollte. Ich speichere nochmal eben schnell. Wir haben ja alles erledigt, wir haben nichts mehr offen. Wir schauen nochmal eben nicht ins Inventar, sondern ins Logbuch. Unter den Nebenquests, da dürfte aber nichts mehr offen sein. Gut. Obwohl abbrechen. Ich will vorher eigentlich gerne wissen, ob wir in Meng Villa Erfahrungspunkte kriegen, wenn wir in der Arena fighten. Ach, egal. Egal. Der bleiche See. Na schön. Wer taucht zuerst? Warte. Du bist der Einzige, der das Bannwort kennt. Das ist vermutlich auch besser so. Was, wenn du stirbst? Richtig. Dann ist alles verloren. Du solltest das Wort mit uns teilen. Wenigstens mit einem von uns. Einem, dem du vertraust. Oh. Irgendjemanden? Jemanden, dem ich vertraue. Oh, das ist schwierig. Also Aurelia nicht. Weil Aurelia halt auch dem Namenlosen gedient hat. Definitiv nicht. Narum will alles abfackeln. Ich verrate niemandem das Bannwort. Ehrlich gesagt behalte ich das Wort lieber für mich. Deine Entscheidung. So. Jetzt haben wir ja ganz viele Höhlen. Zwänge, die sind eigentlich alle ziemlich nutzlos. Es gibt auch viele, die bringen nicht wenig, aber wir nehmen sie trotzdem alle. Hier ist der Ausgang. Wir werden uns trotzdem einmal alles anschauen. Auch wenn wir in Kämpfe gestürzt werden, wo wir halt wenig Beute für kriegen. Hier haben wir zum Beispiel so einen Fall. Haben wir noch so einen schönen Kristall da hinten in der Ecke? Das kennen wir ja. Das heißt, wir müssen jetzt sehen, dass wir die Ghule schnell tot kriegen, bevor der Schaden von den Kristallen geheilt wird. Wer geht denn zu den Kristallen und haut? Takate macht hier mal eben den. So, Zurbaran, du darfst. Mach mal blitzgeschwind auf alle. Wir können da, glaube ich, zwischendurch noch rasten. Das würde mich mal so. 3 Proviant haben wir noch. Scheiße, ja. Noch ein bisschen mehr mitnehmen sollen. So, Norim, du gehst zum Kristall. Jetzt hast du ja keinen Feuerschaden mehr. Das heißt, jetzt kannst du die Dinge auch. Ja, natürlich weichst du aus. Kannst du die auch kaputt machen? Das war ja klar. Oh, fall um. Aha. So, kommt nur in meine Nähe. Sobald ich den Kristall kaputt gehauen habe, ist sowieso alles vorbei. Bist du jetzt in meine Nähe gekommen? Nein, bist du nicht. Ja, wird alles hochgeheilt. Das ist egal. Das heißt, ich mache hier erstmal Pause. Mit dir mache ich auch eine Pause. Du, wie sieht denn das aus? Könnte ich denn theoretisch da was reißen? Nee. Auch du machst Pause. Ich will jetzt erstmal den Kristall kaputt kriegen. Zack. So, das heißt, alle, die jetzt Pause gemacht haben, können sich gleich auf einen Gegner konzentrieren. Auf einen von diesen Ghoulen. Weil sobald die tot sind, können die nicht mehr hochgeheilt werden. Die Skelette werden ja wiederbelebt. Also daher ist mir das dann. Welche vorne ist doch einer, der kann es sich da nehmen.
Alle auf einen! So, Aurelia, du darfst auch hauen. Und zwar auf den Swiver. So, Takate. Sehr schön. Dann kannst du beraten. Und dann müsste das eigentlich. Der müsste es erledigt haben. Und eventuell kriegen wir den mit einem 3V-Schuss direkt weg. 35% habe ich gar nicht gesehen. Das waren 3 zu viel. Also 3 Pfeile zu viel. Nein, du machst mal gar nichts. Außer den. Takate, den. Weil ich bin jetzt ganz zuversichtlich, dass wir gleich den Kristall kaputt kriegen. Darum mache ich jetzt auch nur den. Sehr schön. Einer ist weg. Das heißt, wenn er jetzt nicht kaputt geht, ist auch egal. Kristall erleidet 9 Infanterieschaden. So. Der Kristall ist also nicht kaputt. Das war ein großer Kristall. Aber eine Aure macht das schon. Der macht den schon kaputt. Noch. Immerhin haben wir ja kein Skelett angegriffen. Glücklicherweise. Dann machst du trotzdem erstmal Pause, 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 Pause. Kaputt. Sehr schön. Jetzt habt ihr gelitten. Aha, also wirklich Schaden machen die auch nicht. Ich weiß, dass wir noch einen Händler kriegen werden. So. Und das bedeutet für mich aber auch, ich kann noch Proviant wieder kaufen. Dann hast du 100. Kann ich noch... Nee, ich möchte ganz gerne meinen Mana noch ein bisschen aufsparen. Ach, Skelette sind ja immun gegen Stichschaden. Ah, ich bin so blöd gerade wieder. Ah, ich bin gerade wieder so blöd. So blöd. So. Und er hat den Falschen anvisiert. So, aber da, guck mal, das ist doch... Was? Wieso? Kann ich jetzt hier? Kann ich das hier anvisieren? Wieso kann ich nicht? Euch alle drei. Das ist doch scheiße. Egal, hier. Dreifachschuss. Ah, und ich habe schon wieder nicht drauf geachtet. Aber ich habe getroffen. Ah, das Glück ist mit den Dummen. Oder den Unachtsamen. Oder was auch immer. So, jetzt aber nochmal. Du hast Schutz gegen Stichschaden quasi. Also gehe ich auf den Ghoul. So, Takate. Du machst den kaputt. Und Norm geht hier und macht das Skelett in den Arsch. Die fallen ja auch um, wenn er so haut. Da kann ich einen einfachen Angriff machen. Ja, alles kein Problem. Die Skelette machen mir jetzt keine Sorgen. So, da sind noch ein paar von denen, die ich noch treffen kann. Ich würde gleich bei das Skelett auch mit einem Feuerzauber angreifen oder so. Ich gehe auch schon mal hier runter, damit ich hier mit Takate das auch noch machen kann. Genau, dann macht da schon oben wieder weiter und nimmt die auseinander. Sehr schön, da ist noch einer von denen weg. Also, alles keine Probleme. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Du gehst mal hier oben hin und lass mal einen Schuss machen. Triffst nächstes, ich brauche ein paar Bolzen für dich noch. Oh, das ist ja nix hier. Die halten ja nix aus. So, Aurelia. Hast du wieder keine Munition? Das ist aber nicht gut. Das ist aber nicht gut. Und jetzt juckt mich mein Fuß. Das ist nicht schön. Oh, da hat einer getroffen. Du brauchst gar nichts machen. Das macht der Karte. Jo. Und da haben wir... Ach, wir haben auch kaum Schaden genommen. Wir haben nur ein bisschen Astralpunkte verloren. Ein bisschen Munition. Das heißt, ich muss jetzt mal eben in der... Aurelia hat gar nichts mehr an
Bolzen. Das ist natürlich blöd. Das sind Brandbolzen. Was mache ich mit dir? Hier, guck mal. Jo. Spaßeshalber kriegst du 2-Hand-Waffe. Ich brauch dich sowieso nicht mehr. Also daher. Ne? Oh, Spinnen. Aha. Aha. Was machen wir denn jetzt? Wir greifen an. Ach, die Scheiße. Ach, hier sind Fallen. Die man erst kaputt machen muss. Hier ist wahrscheinlich gleich noch eine wieder. Wir machen mal einen Wurf auf Sinnesschärfe. Und sehen jetzt alle Fallen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, daran vorbeizulaufen. Das sind aber ganz schön fies viel. Da waren die aber ganz schön fleißig, die Spinnen. Dann machen wir doch mal alle weg. Auch Aurelia trifft. Die hat aber auch Körperkraft 18 inzwischen schon. Also daher. Da kommen wieder welche zu. Und das wird jetzt die ganze Zeit hier, glaube ich, so gehen. Deswegen werde ich mal hier ein Kälteschock auf alles wirken. Also auf jeden Fall die eine schon weg. Sehr schön. Norim, wo stehst du eigentlich? Wo bist du? Ach, da. Nein, da solltest du nicht durch. Ich hätte besser darauf achten müssen, wo der lang läuft. Na, da muss ich jetzt das so aufmachen. So, du gehst jetzt dahin und machst mal hier so ein. Oh, das sind ja nur zwei. Guck mal hier, da tritt man hier nicht so eine Falle mit weg. Oh, und die Spinne geht nicht kaputt. Das ist nicht gut. Ach, weil das Stichschaden ist. Ja, 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 ja. Die Spinnnetze sind immun gegen Stichschaden. Diese Feinde, das ist... Ah. Wieder falsch gedacht. Ich hätte denn doch... anders setzen müssen. Na gut. Was können wir denn jetzt noch zaubern? Erstmal heil dich mal bitte zur Voran. Du hast nur noch so wenig Lebenspunkte. Und dann müssen wir echt sehen, dass wir hier was reißen. Und oh ja, so mit nicht treffen wird das auf jeden Fall was. Aurelia, du darfst auch nochmal zuhauen. Boah, du machst doch mal 8 Schaden, das ist doch auch immer nicht schlecht. Guck mal, hier ist ein Dreifachschuss, 65%, das gefällt mir nicht. Und hier 90, dann nehmen wir lieber die 90. Müssen wir sehen, dass wir jetzt Spinnen entfernen. Machen wir wahrscheinlich gleich wieder welche runter und sind wir ziemlich angefressen. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Und? Ja, da kommen 2 dazu. 3! Oh, 3 neue. Nee, du kannst gar nichts zaubern. Das ist scheiße. 75, 75. Lass mal sehen, was wir die hier wegkriegen. So, da und dann 15. Das war ein guter Treffer. Kriegen wir dich weg? Ja, einer ist weg. Kriegst du die weg? Ne, du triffst nicht. Du bist natürlich blöde. Triffst du eventuell... Ne, du triffst nur einen. Das ist scheiße. Mach wir weg. So, wir sind 2 weg. Aber es sind aber 3 dazugekommen. Das heißt, es ist eine mehr als letzte Runde. Was natürlich scheiße ist.
für uns jetzt, weil wir ein bisschen im Nachteil sind. Und jetzt werden wahrscheinlich wieder welche mit runterkommen. Und wir stehen dann ziemlich doof da, weil wir hier nichts wegkriegen. So, wie viele kommen jetzt runter? Diesmal kommt keiner runter. Das ist okay. Kann ich jetzt was machen hier? Nee, ach, wir haben immer noch keine... keine Astralpunkte, aber wir können eine Spinne rausnehmen. Hier können wir die rausnehmen. Das ist schon mal safe. Sind zwei weg. Takate kann die noch weg rausnehmen eventuell. Nee, das Aurelia kann das aber eventuell schaffen. Super, dann ist das schon mal safe. Und hier können wir noch gucken, ob wir die mit einem Dreifachschuss noch gekillt kriegen. Super, jetzt sind wir auf zwei runter. Jetzt, wenn jetzt drei nachrücken, haben wir aber noch eine weniger als vorhin. So, eins, zwei, zwei kommen noch nach. Das ist doch schön. Das kriegen wir hin. 50, 50, 50. So, man geht nach hinten und hat eventuell jetzt trotzdem noch 45. Ach, ich hätte die 50er nehmen sollen. Ach, die trifft aber. Das gefällt mir. Du machst mal ein... Ach komm, 50-50 Chance, ob wir den Hammerschlag treffen. Wow, sehr schön. Der ist raus. Das war klar, dass die nicht trifft. Aber wir haben 90% Trefferchance und verkacken. Das ist doch mies. Jo, Aurelia ist weg. Jetzt rücken aber gerade keine nach. Das ist nicht schlecht. 50% Chance trifft nicht, aber du darfst dich da hinstellen. Jetzt machen wir einen Befreiungsschlag und dann treffen wir zwei. Haben eine rausgehauen. Ja. 100%, die ist weg. Komm. Es rückt keine nach. Das heißt, es ist die letzte. Die nehmen wir so raus. Ich sag, die nehmen wir raus. Das heißt, wir müssen jetzt ein Proviant verbrauchen. Oh, jetzt nehmen wir alles. Wir müssen ein Proviant verbrauchen.